Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es den neuen Nussmix von Rittersport und wir haben Dezember 2018 und dieser neue Nussmix wird uns im Januar 2019 erfreuen. Ich habe diese Schokolade nicht vom Hersteller erhalten, die ist mir quasi so zugespielt worden. Der Junkfood Guru hat ja ganz, ganz viele Schokoquellen da draußen. Ehrlicherweise seid ihr meine Schokoquelle Nummer 1, denn irgendwie alles, was ich mir wünsche, bekomme ich auch von euch dann zugeschickt. Das freut mich. Jetzt habe ich heute den neuen Nussmix. Mini-Schokolade und ich habe ehrlich noch nicht genascht, auch wenn die Verpackung hier schon auf ist, ihr Lieben. Ich musste für Instagram ein paar Fotos machen, da habe ich die Schokoladen rausgeholt. Es ist wirklich nur eine weiße Schokolade drin. Es gibt eine weiße Schokolade in diesem Nussmix, immerhin. Und sonst gibt es dreimal Vollnuss, das ist also die normale Rittersport-Nussklasse, jetzt im Mini. Und als letztes haben wir noch die dunkle Vollnuss und die gibt es auch dreimal. Ich habe mich übrigens auch gefragt, warum kommt denn die weiße Schokolade mit den Nüssen so kurz? Und die Frage hat sich ganz leicht beantwortet. Ich denke mal, und ich bin mir auch sehr sicher, Rittersport ist so clever und die werden das nach den Verkaufszahlen der einzelnen Nusssorten gemacht haben. Die werden sich gedacht haben, okay, weiße Vollnuss verkauft sich nicht so häufig wie die dunkle Vollnuss und die andere Vollnuss und deswegen gibt es nur eine Vollnuss weiß in der Verpackung und dafür dreimal Vollnuss normal und dreimal Vollnuss dunkle Vollnuss. Und wir wollen jetzt den ganzen Mal auf die Nüsse gehen, weil wir mal gucken, wie viele Nüsse sind denn da wirklich drin. Gerade in so einer kleinen Rittersport Mini ist ja die Frage, Mensch, passen da überhaupt Nüsse rein? Werden da extra Mini-Nüsse für gezüchtet oder wie macht man das eigentlich? Und wir sehen, pro Schokostück ist hier eine Nuss in der dunklen Vollnuss. Und das ist echt ganz cool. Ich beiß jetzt mal rein in die dunkle. Leckere Haselnuss. Die Frage, die sich jetzt auch stellt, ist, wie seid ihr schokomäßig drauf? Dunkle Schokolade, Vollmilch oder weiße Schokolade, was sind eure Favoriten? Bei mir ist aktuell Tendenz so, auf dem ersten Platz mag ich dunkle Schokolade, dann wird es schon schwierig, ich glaube dann weiße Schokolade und dann Vollmilchschokolade. Und genau in dieser Reihenfolge mache ich jetzt auch weiter und wir gucken uns mal die Nüsse von der weißen Rittersport Mini an. Meine Güte, warum klingt es immer alles so zweideutig und dabei ist Chris nicht mal da hier. Hallo Chris! Du fehlst. Wir drehen aber bald wieder mal Videos zusammen auf jeden Fall hier. Chris, die Schuhe mit Chris kennt er, ne? Genau. Hier auch wieder zwei Nüsse. Und auch nussmäßig gut verteilt. So, jetzt beiße ich mal in die weiße Vollnuss. Und ehrlicherweise, in Kombination mit der Haselnuss finde ich die geiler als die dunkle Vollnuss. Schade, dass sie nur einmal drin ist. Naja, vielleicht bilde ich mir das ja auch ein, weil sie so selten ist. Je seltener etwas ist, desto mehr schätzt man das ja auch wert. So künstliche Verknappung nennt man das ja. Hilft manchmal. Naja, weiter geht's mit der Vollnuss Vollmilchschokolade. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt, aber ich deute das mal als Vollmilchschokolade. Und wir sehen auch, ja, von der Farbe her ist es Vollmilch. Ihr könnt auch im direkten Vergleich sehen, dunkel zu hell, genau, die Nuss, 1, 2, ach was, auch ein schönes Bild hier, diese drei Nüsschen hier zusammen. Und jetzt gibt es einmal, ich muss meine Reihenfolge gleich korrigieren. Definitiv. Auf Platz 1. Beim Junkfood Guru jetzt die weiße Schokolade mit der Nuss. Auf Platz 2 die Vollmilch. Ich finde Vollmilch und Haselnuss passt noch besser zusammen. Und auf Platz 3 Zartbitter. Zartbitter und Haselnuss, ich glaube, da ist mir der Geschmack von der Zartbitter Schokolade ein bisschen zu krass für die Haselnuss. Ich finde, das passt auf meine Geschmacksnerven nicht ganz so gut. Und deswegen, die weiße Vollnuss bekommt 9 Punkte, Vollmilch bekommt auch 9 Punkte und die dunkle Vollnuss bekommt 7 Punkte. Die ganze Mischung finde ich richtig geil. Es ist eine super coole Idee, es ist eine neue Mischung, eine coole Schoki-Mischung. Die bekommt 9 Punkte. 10 Punkte wäre es gewesen, wenn zwei weiße Schokoladen drin gewesen wären. Das ist echt 10 Punkte wert. Deswegen musste ich einen Punkt abziehen,
weil die weiße zu kurz kommt. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!